Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei World of Goo. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen. So, denn ihr euch dazu entscheiden solltet. Wir gehen zur Wetterfahne. Hab ich einfach entschieden. Bewölkt mit Aussicht auf, keine Ahnung was. Oh, die Musik direkt, oh nein. Oh, das ist... Das wird hart, glaube ich. Erinnerst du dich an die tödlichen Windmühlenräder? Damals waren wir noch so jung, aber das ist egal. Niemand wird je die andere Seite erreichen. Kannst du mich winken sehen? Der Schildermaler. Oh mein Gott. Ich winke nicht mehr. Du brauchst nicht mehr nach mir Ausschau zu halten. Der Schildermaler wartet. Ist das ein Zügeding? 42 Bälle. Aber wie? An dem Ding kann man sich nicht festhalten, glaube ich. Offensichtlich fängt es erstmal damit an, was zu tun. Das ist schon mal der erste Schritt. Was tun. Den ersten Schritt haben wir schon mal geschafft. Wir tun irgendwas. Ich weiß noch nicht so genau, was wir hier gerade tun, aber... Ich weiß nicht, was wir hier tun, aber wir machen's. Nein, nein, er ist tot. Ja. Wollte nur ein bisschen anstupsen. Das geht hier gar nicht in dem Spiel, okay. Ballons, ah, so geht's, so wird ein Schuh draus, okay. Jetzt nur zum Rohr kommen. Nur noch, ist gut, ne? Nur noch zum Rohr kommen. Sind da gerade welche runtergesprungen, natürlich. Das war's. Wobei, vielleicht war es das nicht, ja, doch war es. Weil da zu viele runtergefallen sind, glaube ich. Naja. Wir müssen mal sammeln für 42 Bälle. Das kannst du knicken lassen, keine 42 Bälle mehr bei mir. Dann nochmal neu starten. Aber jetzt weiß ich ein bisschen was.
Rammelbaum. Das ist World of Goo. Ein tolles Spiel. Es Bridge-Bilder für die coolen Kids. Sobald wir die Ballons haben. Können wir die hier oben noch holen. Ohne viel Kosten. So. Jetzt ist eigentlich der Trick, der einzige Trick, den wir machen müssen, ist vor allem hier in diesem Bereich. Wir bauen einfach weiter nach oben. In diesem Bereich brauchen wir jetzt Ballons. Wären fast da. Es saugt ja schon mal sehr gut. Hätte ich den auf? Kommt alle hier rüber, bitte. Wann ist jetzt genug? Warum kommen die nicht darüber? Hier, kommt her. Wird knapp. Es sind 41, die wir haben, ne? Ein zu viel verbaut. Einer zu viel. Puh, okay, nochmal. Es war einer zu viel. Kriegen wir hin. Ich denke gerade, ob es sich lohnen würde, einfach Kuhbälle zu opfern, ne? Dass wir einfach so schnell wie möglich an die Ballons kommen, aber. Sehr. Der eine Ballon, die beiden Ballons helfen sehr. Jetzt kann ich das Ding hier aufrichten.
komm schon. Gib mir mehr Ballons. So. Da vorne werde ich so nicht kriegen. Ein weiterer noch einen platzieren hätte nicht gebracht, das wäre blöd gewesen. Deswegen gut, dass es jetzt geklappt hat. Nein! Warum springt ihr in ihren Tod? Wie dumm ist das? Das haben wir gleich wieder nicht genug. Ich sehe das schon kommen. Nur weil die in den Tod gesprungen sind. Reicht das jetzt? Sind viel mehr als wir brauchten. Obwohl welche in den Tod gesprungen sind. 57. Nice. So, Horizontal-Transport-Innovationskomitee. Auf geht's. Aus heiterem Himmel. Nur das reine technisch einwandfreie GU ist noch übrig, aber es scheint voll Hoffnung und Ehrgeiz zu sein. Ich weiß noch, ich hatte früher auch Hoffnung und Ehrgeiz. Natürlich werden sie nie eine Brücke bauen können. Am besten sollte man dieses Level überspringen und nie zurückkehren. Niemand würde es merken, bis auf den Schildermaler. Das ist doch bestimmt irgendwie der Schritte oder Zeit, ne? Naja, wieder 40 Bälle, okay. Die können keine Brücke bauen? Warum können die keine Brücke bauen? Weil die sich hier nicht festhalten können, oder was? Deswegen. Die können auch eine Brücke bauen mit den Ballons, die wir haben, oder nicht? Wir brauchen erstmal noch... Ah, wir haben nur einen Ballon. Einen einzigen. Weil aber ein Ballon ist manchmal alles, was man braucht, ne? Oha. Ach so, die hängen an so einem Ding. Die hängen.
hängen an so einem Ding. An so einem Ankerpunkt. Das ist fies. Okay, das Level wird schwierig. Oh mein Gott. Wie viel müssen wir sammeln? 40 Bälle. Ich meine, wenn man keine Brücke bauen kann, da baut man halt einen Turm, ne? Ups. Die Röhre ist dort drüben, aber niemand wird sie je erreichen. Der ausgeglichene Schildermaler. Es reicht nicht, damit das Ding umkippt. Wenn das Ding ordentlich umgekippt hätte, funktioniert. Hat auf jeden Fall das schon mal geklappt. Und alles ist noch ganz. Für einen jetzt nochmal einen zu bauen lohnt sich nicht. Auf jetzt ZKV hat es auch nicht gereicht. Wobei, da sind noch ein paar. Aber es wird nicht reichen, ne? Sechs Stück zu wenig. Das Spiel verlangt wirklich von mir, dass ich das mache. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß, was das Spiel von mir verlangt. Aber das ist hart. Einen Turm so hoch zu bauen, bis zum Schild oben hin, ohne Stützen unten. Einfach nur von hier an, bub, nach oben. Das ist, glaube ich, das, was das Spiel von mir verlangt. Oder von hier aus halt, ne? Links oder rechts, ich bin mir gerade unsicher, was besser wäre. Ich meine, ein bisschen Support habe ich, aber das ist halt auch nicht viel. Aber das hier. Damit kippt das auch eher um, ne? Also ich müsste das eigentlich hier dran packen. Ja, nee. Das klappt ganz und gar nicht so. Oh mein Gott, das ist ein schwieriges Level, ey. Das ist ein richtig schwieriges Level. Können wir nach links bauen, soweit wir wollen? Nee, ne?
vermutlich nicht. Der eine Ballon hilft auf jeden Fall sehr, das kann man schon mal festhalten. Ups. Das Gewicht hat es irgendwie verladen, aber das Problem ist, wir sind jetzt hoch genug. Wir dürfen das keiner mehr verschwenden, das ist das Problem. Jetzt müsste das Ding umkippen. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ja, so wird das halt nichts, wenn ich die dauernd töte. Ich weiß nicht, wie dieses Ding sich hält. Seht ihr das? Wie sich das einfach hält? Ja, das klappt halt einfach komplett nicht. Ich verstehe nicht, warum die Goose immer nach links wollen. Seht ihr das? Ich setze ihn gerade oben hin und dann geht er nach rechts und geht einfach nach links rüber, weißt du? Das ist so dumm. Warum können die nicht einfach ganz normal gerade bleiben? Nee, können sie nicht. Wenn ich ihn nach rechts baue, dann ist das Problem, dass nichts mehr klappt. Dann kippt es gleich darin direkt um. Na, kippt schon um, seht ihr? Das ist so dumm. Das ist so endlos dumm.
Hi, Kial. Ich muss immer abwechselnd links und rechts bauen oder so. Ne, es kippt schon wieder. Machen wir mal zweimal in die Richtung gerade. Das Problem ist, ich kann nur einen Turm bauen. Ich kann nicht mehr bauen als das. Wenn ich das jetzt mache, dann ist das wieder zu viel. Glaube ich zumindest, dass es nicht passt. Er macht es auch manchmal einfach nicht. Er zeigt es einem an, aber er macht es dann einfach nicht. Es macht es nicht einfacher jetzt. Das hier. Das wollte ich machen. Nee. Ach, das klappt nicht. Diese Gubelle sind echt verwirrend. Das sind ganz andere Gubelle, als ich jemals zuvor benutzt habe. Wenn die anfangen, sich ganz komisch irgendwie... ganz komische Dinge zu machen, diese Gubelle. Die kann man nicht gerade hochbauen. Und da verhalten die sich trotzdem halt viel, viel besser als die Gubelle früher. Ja, nee, das ist zu viel Gubelle-Chaos da drin. Ich kann den Ballon nicht nutzen, um die Sachen zu schieben, weil einfach 5 Millionen Gubelle dann auf einem Fleck sind. Das geht halt nicht. Ein paar Gubel nach hier oben kommen, danke. Man ist jetzt wieder an dem Punkt, wo einfach nur das Ding einmal umgekippt werden müsste, aber es wird halt nicht klappen. Thank you.
Also langsam, wie ich das mache, geht, wird das nix. Aber wenn ich schneller mache, schmeiße ich ihn weg. Schreibt mal, wie dieser Turm hält. Seht ihr das? Wie hält dieser Turm bitte? Das verstehe ich nicht. Na jetzt aber. Na komm schon. Nee. Er knickt wieder um. Das ist echt. Ja, es knickt jetzt hier wieder um. Nack. Das ist halt das Problem. Sobald du einmal die Richtung wechselst, ist es halt vorbei an der Stelle. Na komm schon. Ist das so schwer, Spiel? Wirklich?
Es knickt da einfach um, statt dass das Ding umknickt, was ich will. Ich wollte, dass dieses Ding hier umstellt. Also. Ach, es ist so dumm. Es ist so dumm. Mensch. Noch einen Zug zurück hier. Wenn ich das wenigstens mal besser hinbekommen würde. Und umkippen. Ich könnte schon noch was machen mit dem Umkippen, so ist es nicht, aber... Es ist aber viel zu viele verbaut. Das ist das Problem. Aber locker 6 Stück zu viel verbaut. Das ist halt das Problem. Die ganzen Grubbälle, die da hinkommen, es ist... Ich weiß nicht, wann ich schlafen gehe. Kann ich nicht sagen. Morgen ist Feiertag. Jetzt kippt es um. Das Problem ist, jetzt sind alle tot. Oh, ist das nervig. Oh mein Gott. Dieses Level ist nicht spaßig. Dieses Level ist echt. Bye.
Hätte man einen zweiten Ballon, wäre das Level echt einfach, aber so ist es halt echt schwer. Problem ist, da ist wieder ein Knick drin, ne? Das ist das Problem. Ich kann da keinen Knick hinbauen, wenn ich den Knick hinbaue, ist vorbei. Mäuse melken dieses Level. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Ich bin überfordert. Ich kriege dieses Level leider nicht hin. Es tut mir leid. Das ist das erste Level, was wir nicht schaffen werden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Taktik mehr. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich mache jetzt immer wieder das Gleiche. Das ergibt halt keinen Sinn. Ne? Es ist halt dumm, immer das Gleiche zu tun. Ein anderes Ergebnis zu erwarten. Aber ich weiß auch nicht, was ich anders machen soll. Ich kann auch den Ballon nicht mehr greifen jetzt. Das geht auch nicht mehr. Weil die ganzen schönen Goos da oben sind. Obwohl ich hier unten flöte, bleiben die da alle oben. Na, jetzt kippt das komplett um. Und das war's. Das ist so dumm. Das ist so unfassbar dumm. Kannst du knicken. Das wird nichts. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Ich kann halt nichts machen, ne? Es gibt keinen Weg. Dürfte ich den Ballon bitte greifen, Spiel? Darf ich? Ja, darf ich den Ballon bitte nochmal greifen? Ja, darf ich? Darf ich? Darf ich irgendwann nochmal? Ja, darf ich irgendwann? Danke. So dumm mit den Goos.
Reicht halt nicht, ne? Reicht vom besten Willen nicht. So, meine lieben Leute, wir versuchen es im nächsten Part nochmal. Bis dann, hattet ihr Ohrensteif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!